gar nichts sagen, weil ich einfach nochmal zuhört und mich hier dessen, wo, also das beobachten, was hier passiert. Es sind hier ganz viele Vermutungen, die Leute, die hier nicht im Raum sind, aufgestellt worden. Und da wird dann so dargestellt, oder ja, die anderen sind ganz böse. Und die haben irgendwie irgendein Problem, irgendwie auch, warum sie jetzt das hier kritisieren. Und deswegen sage ich jetzt mal was dazu. Aus meinen Erfahrungen ist es so, dass viele innerhalb der Partei ein Problem haben zu differenzieren. Johannes hat das eben gerade ein Stück weit dargestellt, hat das Kulturebene genannt. Da geht es zum einen darum, dass nicht unterschieden wird zwischen der Sachebene und der persönlichen Ebene. Das ist immer ein eigenes Problem. Also man kann sehr wohl Sachen auf der Sachebene kritisieren, auf der persönlichen Ebene wird es dann schon sehr schwierig, finde ich. Und deswegen trifft das auch viele Sachen, was hier jetzt so gesagt wurde, zu persönlichen Dingen, die hier ausgetauscht worden sind, die kann ich alle unterschreiben. Und eine weitere Sache, achso, ich wollte noch sagen, Ursula fand ich ganz toll irgendwie mit der Mikrofongeschichte, dass du das auch gesagt hast, also möchte ich nur mal anmerken. Eine andere Sache ist irgendwie, es wird selten unterschieden, zum Beispiel zwischen Berlin und der Bundespartei. Und dann werden irgendwie so Themen, die den Berlinern irgendwie am Herzen liegen und auch zu Recht am Herzen liegen, mag ich ja eingestehen, mit Bundesthemen irgendwie durcheinander gebracht. Jetzt ist es so, dass die Piraten, die sich als mal als Postgänger, um auf den Punkt dieser Konferenz irgendwie zurückzukommen, sich ja nun auch irgendwo gewisse berechtigte Dinge irgendwie damit verbunden haben, als sie das mal formuliert haben. Und nicht ohne Grund irgendwie in die Bundessatzung geschrieben haben, wir Piraten fühlen uns geschlechtsneutral als Piraten. Das hat dann auch damit zu tun, dass das steht so in der Bundessatzung, das kann gerne jeder abstreiten, das ist Paragraph 1 Absatz 5 der Bundessatzung. In Paragraph 1 Absatz 1 der Bundessatzung steht, dass alle Piraten, und da kommt der Geist eigentlich her und erklärt das eigentlich dann auch, dass das für uns derartige Geschichten wie das Geschlecht oder sexuelle Orientierung, was auch immer, eigentlich gar keine Rolle mehr spielt. Jetzt gibt es Menschen, und das respektiere ich auch im Rahmen dieser Konferenz, die ihre persönlichen Dinge irgendwie, also die Erfahrung gemacht haben, sei es jetzt sexistischer Natur, rassistischer Natur, was auch immer. Ja? Also das sind alles berechtigte Themen, dass man die auch anspricht. Nur der Fehler, den viele machen, ist zu sagen, das, was mir ja, an diesem berechtigten Fehlverhalten sozusagen, was ich auch zu kritisieren habe, das sozusagen als der Partei aufzudrücken und zu sagen, die Partei ja, muss lautstark sozusagen so und so sein und permanent irgendwie diese Dinge kritisieren. Ansonsten steht sie gar nicht hinter diesen Dingen, dann steht sie nicht so hinter irgendwelchen Piraten oder sowas, sondern das steht da schon, das haben wir schon beschlossen. Und entschuldigt bitte. Im demokratischen Prozess ist es eben so, dass ein Gremium oder ein Organ irgendwann für eine Entscheidung zuständig ist, nämlich das, was von einer Gemeinschaft beschlossen worden ist, was dieses Organ sein soll, das darüber befindet und nicht irgendwelche Einzelpersonen, nicht ein Herr Höffinghoff oder ein Herr Monada oder meine Persönlichkeit, sondern wir alle. Und dann sollten wir vielleicht auch mal irgendwie darüber nachdenken, dass es zu dieser Demokratie, was man hier so als als Leitbild dieser Partei an die Wand geworfen wird, dass wir irgendwie das auch selber leben müssen und auch gewissermaßen gewisse Sachen respektieren müssen, die andere Leute in einem demokratischen Prozess, in einem demokratischen Organ einmal beschlossen haben. Und was, wenn Leute dann sozusagen Kritik üben, dann hat das nichts damit zu tun, dass man Piraten, also weiblichen Piraten,
auch eingeschlossen in irgendeiner Weise persönliche Dinge auf irgendeiner Weise in Absprache treffen will oder in irgendeiner Weise sie nicht an diesen Sachen beteiligen möchte. Und das ist ganz wichtig, dass mir sich das mal ausführlich darstellen durfte. Entschuldigung. Möchte ich nicht sprechen? Gut. Wir hatten das Problem irgendwie. Sprecht das bitte an, wenn das offizieller Natur ist. Wir hatten ein privates Gespräch geführt. Komm, wir möchten dich bitten zu gehen. Ich möchte dich bitten zu gehen. Darf ich wissen, wer du bist? Ich möchte dich bitten zu gehen. Aus welchem Grund? Aus dem Grunde, dass du offensichtlich nicht in der Lage bist, die Regeln einzuhalten und ausweichst. Welche Regel bitte konkret? Und jetzt genau, du beweist es. Welche Regel konkret? Das ist mein Recht, doch mal nachzufragen. Wenn du mich hier rausschmeißt, dann vom Bundesvorstand. Also das. Du hast übrigens nicht Hausrecht, ne? Ich habe das auch. Wärst du bereit, die Kamera auszumachen? Nö, wenn das ein offizielles Gespräch ist, nein. Bist du bereit zu gehen? Nein, ich bin Mitglied der Piratenpartei. Okay. Also das private Gespräch können wir gern führen, aber das wird mir jetzt hier einfach zu blöd. Also ich mag dir gerne erzählen, was mein Problem ist. Das Ding ist, ich mag nicht damit morgen auf YouTube sein. Ja, aber du handelst jetzt in einer offiziellen Funktion, habe ich dich verstanden? Ich handle als Teammitglied. Okay, gut, aber wenn mir jetzt irgendwie nahegelegt wird oder zwangsweise gesagt wird, irgendwie, dass ich die Veranstaltung zu verlassen habe, ist das natürlich irgendwie eine andere Situation, als wenn du mir privat sagst, irgendwie, dass ein Problem mit meinen Dingen hat. Also darüber können wir gerne reden. Dann bin ich auch gerne bereit, irgendwie die Kamera auszumachen, das ist gar kein Problem. Wie ist es, wenn ich mir wünsche, dass bei einem Gespräch jemand vom Team anwesend ist und dann vielleicht die Kamera auszumachen? Ist das dann ein sehr persönliches Gespräch oder ist das dann ein offizielles Gespräch? Die Sache ist einfach die. Nein, also das Ding ist einfach das. Du hast keinen Bock auf das Rumgeheier. Ich habe keinen Bock auf dein Rumgeheier. Mhm. Und den Grund, warum du mich jetzt hier der Veranstaltung. Und warum möchtest du. Du hast doch gerade gesagt, dass du für die Veranstaltungsorga tätig bist. Das ist ja Hausrecht, dass du kein öffentlicher Raum in einem öffentlichen Raum darfst du Aufnahmen machen. Hier ja, nicht. Du hast aber nicht das Hausrecht, aber. Ich habe das Hausrecht. Bist du jetzt in einer privaten Funktion? Privaten Funktion oder in Ich rufe gleich die Polizei, wenn du nochmal eine Frage stellst. Mach doch, darfst du gerne machen. Da hält dich niemand dran, ich als Letzter. Ich sehe bei dir keine berechtigten Fragen, die hier noch nicht stehen. Okay. Kann ich gehen, oder? Bis wohin muss ich? Ach, Herr Volkert, Sie sind auch da. Genau. Machen Sie vom Hausrecht Gebrauch? Ich mache vom Hausrecht Gebrauch. Okay, genau. Darf ich den Grund des Hausrechts erfahren? Ja, die Veranstaltung dann schon wieder, ja. Okay. Die Aufnahmen, die Sie machen, so verwackelt, wie Sie sind, dürfen Sie sich veröffentlichen, hat dem zugestimmt. Das haben Sie auch von mir als Bundesvorstand gesagt, ich bin auch für direkt in den Veranstaltungen verantwortlich, damit das geklärt ist. Alles klar. Ansonsten einen schönen Abend. Gut, Dankeschön. Wir wünschen uns eine Woche am Ende noch. Ja. Ihnen auch, wünsche ich Ihnen auch. Also jetzt mal ganz abseits davon.